Wie stark ist Link in Zelda Tears of the Kingdom? Die 10 Minuten Gameplay-Präsentation, die uns Nintendo kurz vor Release des Games gegeben hat, verrät es. Und es ist unfassbar, wie mächtig Link eigentlich ist. Bei der Vorführung kombiniert Link mit seiner neuen Fähigkeit Fuse einen Ast mit einem Felsen und benutzt dieses Konstrukt als tödliche Waffe. Doch wie schwer ist diese Stein-Ast-Kombination eigentlich, die Link da ganz locker mit einer Hand schwingt? Wenn wir annehmen, dass Link, wie von einigen Fans ermittelt, in Tears of the Kingdom ca. 1,60 Meter groß ist, und ja, Link war nie besonders groß. Und 1,60 Meter sind schon die obere Grenze seiner Reinkarnation, denn in manchen Spielen wird er sogar noch als kleiner angenommen. Also bleiben wir bei 1,60 Meter. In dieser Relation hat der in Anführungsstrichen kleine Felsen einen Durchmesser von ca. 58 cm. Nehmen wir jetzt noch das spezifische Gewicht eines relativ leichten Natursteins und kombinieren dies mit dem Volumen, kommt diese Stein-Ast-Kombination mal eben auf 276 Kilo. Die unser schmaler Held mal eben da schwingt. Ich wiederhole, einhändig. Das wäre das Gewicht von 4 Waschmaschinen oder 2 Motorroller oder auch anderthalb mal deine Mutter. Einhändig. Wenn dir Link eine Schelle mit der flachen Hand verpassen würde, fliegt dir einfach nur der Schädel weg. Aber was ist, wenn diese Fähigkeit nur die Größe des Felsens verändert, aber nicht sein Gewicht? Auch wenn dies unwahrscheinlich ist, würde Link dann mal eben einhändig 33 Tonnen stemmen. Dies wären dann beispielsweise 3 LKWs oder 23 Autos oder 550 Waschmaschinen beziehungsweise 82.500 mal die Nintendo Switch. Oder anders ausgedrückt, Link ist in Tears of the Kingdom fucking strong. Vermutlich die bisher stärkste Reinkarnation seiner selbst, aber minimal auf einer Stufe mit Wind Waker Link, der selber wohl nur um die 40 Kilo wiegt, aber ein Stahlhammer schwingt, dessen Kopf so groß ist wie er. Und wer jetzt noch wissen will, wie stark Ganondorf eigentlich ist, einfach in mein Zelda Random Fact 87 reinschauen. Denn von den Jungen willst du auch keine geballert kriegen.